Ja, ich muss ja jetzt in dieses scheiß Dings rein. Ich habe die Quest einfach komplett abgebrochen. Ich hab's einfach mit Cheat gemacht. So. Das ist mir sonst zu dämlich. Das ist mir sonst einfach wirklich komplett zu dämlich. Wenn dieses Spiel nicht funktioniert, dann bin ich da nicht dran schuld. Ganz im Ernst. Sowas regt halt einfach nur noch auf. Ist unnötig und ja. Nelson gehört wieder uns. Hoffentlich können wir es. Ist der Präsident in Sicherheit? Ja, er ist nie angekommen. Gut, sein Tod hätte die Moral schwer treffen können. Diese ganze Geschichte war von Anfang an eine schlechte Idee. Gut, dass das alles vorbei ist. Während Sie unterwegs waren, hat General Oliver alle ranghohen Offiziere über eine Änderung unserer Strategie informiert. Ich bin nicht berechtigt, Ihnen die Einzelheiten mitzuteilen, aber ich soll Sie sofort zu ihm schicken. Sie finden ihn im Bürobereich am Südende dieses Kraftwerks. Wegtreten. So. Dieses Mal verteidigen. Sie wollen bei der Schlacht am Hoover-Staudamm für die RNK kämpfen. Diese Schlacht wird das Schicksal von New Vegas für die kommenden Jahrzehnte entscheiden. Wenn Sie noch etwas tun wollen, bevor Sie sich in die Schlacht stürzen, dann tun Sie es jetzt, bevor Sie den Ort ohne Wiederkehr passieren. Legen wir los. Sie haben sich ja verdammt viel Zeit gelassen. Dann mal an die Arbeit. Wir müssen zur Tat schreiten, damit wir das Überraschungselement behalten. Was ist hier los? Bisher haben Sie uns hervorragende Dienste geleistet und wir hoffen, dass wir uns erneut auf Ihre einzigartigen Fähigkeiten verlassen können. Dank der Aufgaben, die die meisten Leute an Sie delegiert hatten, bietet sich der RNK nun eine einzigartige Gelegenheit. Die Legion auslöschen? Das habe ich schon getan. Welche Chance wäre das? Wir haben jetzt eine Chance, diese Bastarde auf ihrem eigenen Grund und Boden anzugreifen. Ich beginne gerade einen Angriff auf das Fort zu planen. Unsere Verbündeten wurden informiert und befinden sich auf dem Weg zu unserer Position. Sobald unsere Streitkräfte hier stationiert sind, beginnen wir unseren Angriff. Dann machen wir doch unseren Angriff. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber gerade hat ein Haufen Legionäre das Kraftwerk gestürmt. Na, wunderbar. Ins Kraftwerk? Wie ist das möglich? Ich weiß nicht, Sir. Angeblich sind sie über die verstopften Einlauftunnel eingedrungen, aber das ist bisher unbestätigt. Beim Raufkommen habe ich gehört, dass ihr Befehlshaber ein Legat, glaube ich, eine Art Basis am Ostufer errichtet hat. Okay, hören Sie mal. Bis zusätzliche Unterstützung eintrifft, brauche ich Sie, um mit dieser Situation hier fertig zu werden. Sie müssen sich zu Ihrem Lager am Ostufer durchschlagen und den Legaten erledigen. Das sollte Ihren Angriff zum Erlahmen bringen. Okay, ich kümmere mich um ihn. Danke für Ihre Unterstützung. Ich werde dafür sorgen, dass der RNK ein Notfallsender läuft. Erledigen Sie diese Bastarde. Jetzt geht's los. Die Legion stürmt den Staudamm über die Einlauftunnel. Jemand muss sie aufhalten. Wie kann ich helfen? Ich denke, dass Sie den Wasserstrom in die Turbinen des Generators umleiten könnten. Das würde Hackfleisch aus Ihnen machen. Der passende Computer ist direkt hier. Aber vielleicht müssen Sie draußen die manuelle Überbrückung aktivieren. Das System wurde länger nicht benutzt. Ich kümmere mich darum. Viel Glück. Ich werde mir einen Ort suchen, an dem keiner auf mich schießt. Scheiße, die Legion ist hier. Ja, so viel zu dem Ort, ne? Es soll möglichst keine sterben und die Bruderschaft ist bei uns. Hallo? Das ist Krieg! Ha. Bin ich das richtig? Die Straße zum Hooverdamm ist durch ein Hindernis blockiert. Wir werden versuchen, die Verstärkung um uns herumzuschicken. Aha. Die Straße zum Hooverdamm ist blockiert? Wieso? Das ist nicht gut und... Ja. Sehen Sie nicht, dass alles den Bach runtergeht? Ich suche mir ein sicheres Versteck und sitze das alles aus. Stimmt. So hier. Oh mein Gott. Ganz schlechte Idee. Ich hab
das Gefühl, ich kann durch diese Frequenz nämlich noch ein paar Zusatzinformationen abgreifen. Also bisher sind wir ohne Verluste durchgekommen. Was war denn jetzt so komisch? Was zur... Aha, aha, aha. So, ich musste... Ja. Nee, das war auch falsch. Ist das nicht hier? Heureka! Was? Was ist denn los? Was so? Wo? Na, noch reicht's nicht. Wollen die Legion doch auslöschen. Das war ja super. Ja, Spaß schon. Das ist mein Fachgebiet, der Krieg. Aha, aha, aha. Das Schöne ist, sie haben die Waffen, die ich brauche. Was ist der denn? Thermische Lanze und Scharfschützenkarabine. Eieieiei. Toll. Ich kann nur einen gebrauchen. So. Weiter. Ich weiß nicht genau, wo ich lang muss. Ärger. So, muss ich vielleicht nicht gehen. Upsala. Was ist denn los? Kein Klicken mehr. Gar nicht. Das ist ganz schlecht. So, hier. Haben wir. Echt ohne Verluste. Finde ich gut. Gut, man muss ein bisschen aufräumen hier von der Sauberkeit, aber das macht ja nichts. Das kriegt man schon hin. Nein, wir haben einen RNK-Verlust. Oha, oha, oha. Wo? Wie viele kommen denn da noch? Meine Güte! Gut, da habe ich daneben geschossen, muss ich sagen. Keine Chance. Meine Güte! Jetzt kommen wir immer mehr. Scheiße, wir haben noch. Ne, das ist derselbe. Ich hab da was für Sie. Oha. Jetzt kommt aber. Was hat er denn? Gut, das war's dann wohl. Ja, denke ich auch. So, Waffe aus und weiter. Oh oh. Nein, nein, er kam wieder als gestorben. Absinth, ja. Das ist jetzt das auch, was ich jetzt brauche. Das
mehr so eine Automatikwaffe, die ich so nutzen muss. Oh Gott, noch mehr sterben. Oh Gott. Klick, klick, klick. Ich nehme die andere Waffe. Das ist zwar schön hier mit dieser, aber... ich brauch's nicht. Mit Paciencia komme ich ein bisschen besser davon. Ich und viele andere Mitglieder. So. Oh Gott, da sind noch mehr. Was war denn ein sauberer Kopfschuss? Scheiße. Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut. Eieieiei. Oh, schön. Schön, 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 schön. Verluste zu melden? Ich glaube nämlich nicht. Oh. Das reichen. Das muss reichen. Oh Scheiße, die kommen ja echt aus allen Ecken. Oh, jetzt aber. Zum Glück haben wir ja ein paar viele Leute dabei. Nein. Hallo. Ich würde sagen, das war mal dein Kochhop. Oha. Ja, ja, du auch noch. Verluste? Ich glaube, wir haben wieder keine Verluste zu melden. Noch mehr von denen! Das ist schön. Oh Gott. Das Ding ist, keiner von denen hat einfach mal gerade ein Jagdgewehr dabei. Jetzt, wo ich es gebrauchen könnte für die Reparatur. Doch da. Oh. Und hier sind wieder welche. Ist das nicht hier mit dem, wo ich das Ding reparieren kann? Da oben! Niemals! Eieiei. Noch nicht. Noch seid ihr am Leben. Schön. Jetzt kann ich auch mal die ganzen Simpacks aufbrauchen. Ich glaube, für das eine muss ich hier wieder zurück anscheinend. Naja, egal. Das macht nichts. Oh, da hinten ist ein Wissenschaftler. Schön, dass der größte Teil repariert ist hier. Sieh mal einer an. Fantastics kleiner Helfer. Richtig erwachsen geworden. Tritt in die Fußstapfen seines Meisters. Fantastic, was machen Sie hier? Wonach sieht's denn aus, Mann?
Ich bin der verdammte König der RNK. Caesar's Legion hat Caesar. Die RNK hat Fantastic. Die RNK gehört jetzt Fantastic. In diesem Krieg geht's nur um Strom, Mann. Caesar will Strom, die RNK will Strom und Fantastic hat Strom. Nachdem ich Helios One in Gang gesetzt und die RNK vor ihren dämlichen Anführern gerettet habe, gab's eine Beförderung. Alles tanzt nach meiner Pfeife. Hören Sie gut zu, Sie sind nicht mein Boss. Hey, bleib cool, Mann. Wer hat gesagt, dass ich dein Boss bin? Ich bin bloß der Kerl, der dir sagt, was zu tun ist, bevor du tust, was zu tun ist. Für was sind Sie denn verantwortlich? Mann, was fällt nicht in meine Verantwortung? Überlauf und Unterlauf, Lecks im Damm. Ich muss mich echt um alles kümmern. Leute suchen mich wegen meiner Weisheit auf und wollen, dass ich ihre Streitigkeiten regle. Etwa, wer darf das Ding hier behalten, das wir gefunden haben, Fantastic? Oder, Fantastic, wann erkennst du endlich deine Vaterschaft an? Echt crazy. Was passiert denn, wenn ich aus Versehen? Also ohne, dass ich das will? Ist das, passiert, ne? Ja, ist dieses Legion, schlechter Ruf. Das ist jetzt auch nicht mehr zu retten. Aber wenigstens ist Fantastic tot. Oh, sorry. Hallo. So, muss ich hier irgendwas tun? Nö. Ich muss hier gleich hoch. Hab ich das Gefühl. Oh, da ist der nächste RNK-Soldat, der gleich tot ist. Oh, scheiße. Ich will doch nicht, dass Leute sterben. Also außer Fantastic. Der durfte sterben. Vergeltung! Vergeltung! Ja. Noch nicht ganz. Was geht denn mit denen ab? Jetzt ist die Hoffnung, dass ich hier irgendwo hin muss. Hier kann ich nicht durch, da brennt's nämlich. Wow! Hier ist jetzt gerade nicht so geil. Das ist ein bisschen ungünstig. Da kann nur Veronica gerade gewinnen. Ja. Hol's dir. Ich hab's doch schon. Hä? Hä? Holst du dir wegen der kleine Hündchen oder was? Na, wunderbar. Miau. Ihr werdet keines RNK-Soldat mehr töten. Versuche ich zumindest. Wag es nicht. Du hast einen RNK-Typen getötet. Das war deine Schuld. Nicht meine, mein Freund. Nicht meine. So, wenn ich jetzt hier durchgehe, ist dann nochmal einer. So, erfordert den Schlüssel. So, ich weiß, ehrlich gesagt... Ich glaube, ich bin verkrüppelt. Nö, bin ich nicht.
Ich habe lieber immer meine Waffe ausgerüstet. Ich glaube, das könnte sicherer sein. Muss ich hier raus? Ist das meine Aufgabe? Ist das richtig hier? Was sind das für Partikel in der Luft? Und was ist auf dem Damm los, bloß? Los. Was muss ich tun? Wieso kommt da Rauch raus? Aufgabe. Eureka. Die Legion greift ihn damit zu beschützen, muss das Lager des Legaten zerstört werden. Ach ja, stimmt. Die Rumser unterstützen ist ja auch ganz dezent. Niemals. Oh. Jetzt kommt die Superkraft der RNK. Geht doch. Ja, das denke ich mir auch. Da sind noch mehr. Aber man hört die Bombe, die. Aua. Man hört sie schon. Die Rumser. Ah, schön wie Edi mich die ganze Zeit unterstützt. Das finde ich toll. Upsala. Na los. Yo. Aber die Legion müsste doch mal langsam nach diesem Angriff ausgelöscht sein. Wer ist das denn jetzt? Oh, da kommen sie! Mit dem Flugzeug! Jawoll. Finde ich schön. Achso, natürlich. Da sind noch welche? Ich glaube, der wird nicht mehr lange überleben. Da kommt das Flugzeug nochmal. Hä? Ich hab's gerade gesehen, dachte ich. Hä? Nicht blöd? Ich dachte, ich hätte das Flugzeug gerade nochmal gesehen. Oha, was ist denn jetzt hier? Okay. Hier, Trupp Alpha. Danke für die Unterstützung gerade. Wir wollen sicherstellen, dass Sie es bis zum Legaten schaffen. Wie können wir helfen? Sprach 65. Sie haben überlegene Feuerkraft. Wenn Sie Druck machen, können Sie sie überwältigen. Sie leiten diese Operation. Das hört sich nach einer Selbstmordmission an, aber wir wurden angewiesen, Ihre Befehle zu befolgen. Einheit, Marsch! Los geht's. Los geht's. Ein weiterer Killer auf meinen Namen. Das ist kein Selbstmordkommando, nicht bei mir. Oh. Oh ja. Na wunderbar. Macht Spaß. So. Schön. Das war ein Traum. Sag mal, wie viele habt ihr denn? Wie viele wollt ihr denn noch sterben lassen von euch? Es ist hoffnungslos.
Jetzt macht der auch noch seine Musik. Was ist denn das? Fünf mit Pistolen, das finde ich toll. Los geht's. Fünf? 1, 2, 3, 4, 4, 5. Oh mein Gott, da hinten sind noch mehr. Na wunderbar. Oh yeah. Oh. Da hinten sind noch mehr. Ja. Schön, schön, schön. Kann man hier rein? Ne, kann man nicht. So. Ich glaube, wir haben die zweite Hälfte des Dumps erreicht. So langsam. Das wäre für mich schon langsam eher ein K-Gebiet. RNK, genau. Legion-Gebiet. Demnächst künftiges RNK-Gebiet. So. Es ist soweit. Dein Hündchen wird dir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Ach ja. Und traurig, dass der Endkampf leichter ist als die DLCs zuvor. Oh, das Tor zum Lager des Legaten öffnen. Ärger. Oder so. Oh. Ja, geht doch. Das machst du schon, ne? Da. Ihr habt doch keine Chance gegen mich. Ich bin RNK. Also ich bin Legion, das wäre jetzt auch nämlich irgendwie blöd so, ne? Hallo. Vor allem immer, ach, jetzt steht Vorsicht hier. Ich dachte gerade, jetzt steht immer noch da versteckt. Ich habe das Lager des Legaten entdeckt. Ich glaube, das sind nur Hunde. Mittlerweile nur noch Idi und Veronika bei mir. Dein Ernst? Du willst jetzt auch noch sterben? Gerne. Na gut, da ist anscheinend keiner mehr. Was? Na. Ich sag da nichts zu. Oh, der Legat ist da. Jetzt wird's interessant. Hallo. Und wer bist du, dass du es wagst, mir gegenüberzutreten? Du trägst das Zeichen des Bären, aber nicht so, wie die Soldaten des Westens es tragen. Denken Sie nicht, dass Sie auch nur den Hauch einer Chance auf den Hooverdamm haben. Viele Gräber im Osten sind mit Leichen derer gefüllt, die ihren kühnen Worten keine Taten folgen ließen. Es ist Caesars Wille, dass das Tor zum Westen die Flagge der Legion trägt. Caesars Wille soll geschehen. Vielleicht sind Sie bereit, auf Vernunft zu hören. Was? Caesar erteilt den Befehl aus dem Grab? Caesars Wille ist der Wille der Legion. Und der Westen, alle unter der Flagge des großen Bären, dienen dazu, die Stärke der Legion zu testen. Der Westen wird fallen, so wie der Osten gefallen ist. Und alle Stämme unter der Sonne werden das Zeichen der Legion tragen. Vielleicht sind Sie bereit, auf Vernunft zu hören. Du versuchst mit Worten zu kämpfen, wie alle unter der Flagge des Bären. Hoffentlich weißt du auch, wie man mit richtigen Waffen umgeht. Die Schlacht ist entschieden, darum bin ich hier.
Du möchtest also verschont werden? Kapitulieren? Die Straßen der RNK sind gepflastert mit den Leichen jener, die versucht haben, mit uns zu verhandeln. Spar dir deine Reden. Wir werden den Hoover-Staudamm einnehmen und weiter vorrücken, bis wir die untergehende Sonne unter unseren Füßen zermalmen. Es muss doch Bedingungen geben, die sie akzeptieren würden. Irgendwelche? Nein, machen sie weiter und sie lernen, wie Graham am Damm gelernt hat. Und in Boulder City. Du wagst es, diesen Namen zu erwähnen. Ihn mit einem von Caesars Männern zu vergleichen, wird dir einen langsamen Tod bescheren. Du hältst mich für einen unbedeutenden Mann, für irgendeinen Legaten. Ich führe die Legion an und dieses Tor zum Westen wird noch heute unser sein. Die RNK hat sie analysiert, wie damals Graham. Ihre Falle wartet auf sie. Du bist von deinen eigenen Worten überzeugt, auch wenn ich es nicht bin. Selbst wenn die RNK sich wehrt wie ein in die Enge getriebenes Tier, das wird nicht ausreichen, diesen Ort zu halten. Sie kennen weder meine Strategien noch die Schlagkraft meiner Truppen. Aber sie werden sie kennenlernen. Die Position ihrer Veteranen, die Verwendung der Einlauftürme, alles wie erwartet. Die Türme ließen sich leichter einnehmen als gedacht. Selbst die Republik kann doch eine solche Verteidigungslücke nicht übersehen. Nichtsdestotrotz haben wir den großen Bären an der Gurgel. Der Sieg liegt vor uns. Wie kann man nur so blind sein? Der Erfolg kam zu einfach, oder nicht? Glauben Sie, sie hätten sie zufällig erreicht? Graham hat das C4 auch nicht gerochen, bevor er Boulder betreten hat. Nur den Sieg. Wie konnte ein einzelner Feind wie ich sie dann so einfach erreichen? Du spielst mit mir. Aber was ist deine Absicht? Du hast nichts davon, mir von dieser Falle zu erzählen. Außer du willst mich in den Rückzug treiben. Willst, dass ich das Schlachtfeld verlasse und die Feiglinge der Republik meine Ehre mit Füßen treten. Vielleicht widert der Verrat in ihren Reihen sie ebenso an wie mich. Selbstverständlich. Und ich schütze mich vor solchen Akten der Feigheit und der Missgunst. Du behauptest, meine Ankunft wurde dem Westen angekündigt, auf das ich hier sterbe. Bei der Einnahme des Damms? Welchen Vorteil verschafft es dir, wenn du mir das erzählst? Du spielst mit Worten und hast nichts davon. Wenn sie sich im Osten rächen, kauft das dem Westen Zeit. Und die Reihen der Legion werden lichter. Wenn es wahr ist, was du sagst, dann werden sie dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber mich wegen dieser Verbrechen von der Schlacht abzuwenden. Größer ist es, den Kampf aufzunehmen und zurückzukehren, wenn der Damm unser ist. Du hast mich beinahe vom Gegenteil überzeugt. Doch die Gerechtigkeit holt am Ende jeden ein. Und nun bist du an der Reihe. Es ist nicht schwer, tapfer zu tun, wenn man den Feind zahlenmäßig überlegen ist. Ich habe heute wenig echten Kampf gesehen. Und obwohl kein RNKler es wagte, gegen mich anzutreten, warst du so kühn, es zu tun. Ich werde deine letzten Worte ehren und mich dir allein stellen. Niemand soll sagen, dass ich deine Herausforderung abgelehnt hätte. Oh Gott. Es ist soweit. Der Kampf gegen den Legaten Lanius. Ich dachte, man könnte den, Na, was ist das denn jetzt? Flüchtet der etwa, der Legat? Ist der Legat seiner Worte zu feige? Du wirst nie ein großer Krieger der Legion sein. Ich will nicht mit halbem Leben davon gehen. Klinge des Ostens und den Legatenhelm. Eieieiei. Wir haben es erreicht. Wir sind am Ende von Fallout New Vegas. Die Schlacht wurde gewonnen. Sir General Oliver zurückkehren.
Gute Arbeit. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass Sie das in einem Stück überstanden haben. Sie und der Damm. Ich bin mehr als beeindruckt und das passiert mir nicht oft. Sie haben die Zukunft der RNK gesichert. Die Regierung schickt übrigens ihren Dank. Es war meine Pflicht, General. Aber ich habe gern geholfen. Und wir sind froh, dass wir Sie haben. Und egal, ob Sie ein Soldat der Republik sind oder nicht, in meinen Augen sind Sie einer. Manchmal verirrt sich die Republik, während sie versucht, ihren Instinkten zu folgen. Aber dann kommen Soldaten wie Sie. Sie sind ein strahlendes Beispiel und führen die RNK zurück auf ihren Weg. Und dank Ihrer Taten am heutigen Tag sind wir für die Zukunft gewappnet. Was passiert jetzt? Wir machen hier sauber, nehmen Gefangene, achten auf Spuren der Legion im Osten, auch wenn die laut unseren Kundschaftern immer noch fliehen. Anschließend warten wir ab, was passiert, sobald sich der Staub gelegt hat und wie die Mojave ohne den Metzger Caesar aussieht. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Pause genießen sollten, solange es geht. Und wenn das auf nach Vegas bedeutet, haben alle es sich verdient. Vielleicht sollte ich wirklich wieder auf Reisen gehen. Der Ruf des Kuriers, was? Kein Problem. Wir machen hier sauber. Ich bin gespannt, wie sich das langfristig entwickelt. Aber die Geschichte wird uns das wohl früh genug zeigen. Und so betrog der Kurier, der einst auf einem Friedhof bei Good Springs dem Tod von der Schippe gesprungen war, den Tod erneut und das Mojave-Ödland änderte sich dauerhaft. Die Republik Neukalifornien feierte ihren zweiten Sieg am Hoover-Damm und sicherte sich so definitiv die Kontrolle über das gesamte Mojave-Ödland. Schon bald vereinbarte sie Bedingungen zur Annexion des Strips von Freeside und zahlreichen umliegenden Gemeinden. Das Mojave-Ödland war nach langer Zeit schließlich ganz unter das Banner der RNK gefallen. Der Kurier, stets ehrlich und gerecht bei all seinen Taten im ganzen Ödland, wurde von der RNK für seine Rolle am Hoover-Staudamm ausgezeichnet. Er erhielt den Goldenen Zweig, die höchste zivile Auszeichnung, die die Republik zu vergeben hat. Obwohl noch einige Supermutanten und Nachtvolk die Reise zum legendären Utobitha machten, fanden sie kaum noch Spuren davon. Einige schafften es schließlich bis nach Jacobstown, aber die meisten verliefen sich verwirrt und entmutigt im Ödland. Mit Hilfe der Waffenschieber entwickelten die Rumser eine gesunde Handelsbeziehung zur RNK. Schließlich begannen die Rumser mit dem Auszug ins Ödland, während sie weiterhin Außenseiter von Nellis fernhielten. Die Bruderschaft und die RNK schlossen im Mojave-Ödland trotz der fortwährenden Feindseligkeiten im Westen einen offiziellen Waffenstillstand. Als Teil der Vereinbarung übergab die RNK alle gefundenen Powerrüstungen der Bruderschaft. Und diese schützte im Gegenzug die I-15 und den Highway 95. Obwohl sie die Gruppe verlassen hatte, war Veronica erleichtert über das Friedensabkommen zwischen der Bruderschaft und der RNK. Obwohl sie weiterhin gut mit Patrouillen an der Oberfläche auskam, durfte sie den Bunker nie mehr betreten, der einst ihre Heimat gewesen war. Aus Angst um die Sicherheit ihres Umfelds setzte sie ihr einsames Leben als Sammlerin fort. Forscher und Sozialarbeiter in der Mojave berichteten bald, wie auf wundersame Weise alte Geräte repariert und Forschungsakten vervollständigt wurden. Nachdem der Kurier ihre Anführer vernichtet hatte, verteilten sich die Unholde über das gesamte Ödland. Ohne die Organisation von Motorrunner, Cook Cook, Violet und Driver Neffy waren sie einfache Beute. Nach dem Sieg der RNK am Staudamm wurden die Anhänger der Apokalypse von den Besatzungstruppen der RNK aus dem Old Mormon Fort vertrieben. Die RNK ermutigte sie noch weiter, sich ganz aus dem äußeren Vegas zurückzuziehen, und die Anhänger hatten keine andere Wahl, als zu gehorchen. Nachdem die RNK die Kontrolle über das Mojave-Ödland besaß, erlebte Good Springs weiteren Handel entlang der I-15, aber auch die Steuerlast der RNK. Einige Alteingesessene wurden mit diesen Kosten nicht fertig und mussten murrend fortziehen. Cass lebte lang genug, um die Flagge der RNK stolz über dem Hoover-Staudamm wehen zu sehen. Und kurz wusste sie, wie sich Helden fühlen. Sie wollte dem Kurier noch raten, nicht zu stolz auf sich zu sein, aber merkte dann, dass er das wohl schon wusste. In dieser Nacht kam Cass in sein Zimmer gestürmt, um zu feiern. Aber in seinem Bett fand sie nur einen RNK-Soldaten, dessen Baracke zerstört worden war. Er war niedlich, also hatte sie ihren Spaß mit ihm und verschwand wieder. Als Nachricht ließ sie nur eine leere Whiskyflasche zurück.
Als sie in dieser Nacht den Damm entlang ging, war sie besoffen, zufrieden und froh am Leben zu sein. Und darum ging es ja schließlich auch. Nachdem wir über Generationen nur Prügel kassiert hatten, wurden die Großkane schließlich vom Kurier erledigt. Die wenigen, die dem Zaun des Kuriers entkommen sind, zogen nach Norden, in die Wildnis von Idaho, wo sie einen neuen Wiederaufbau versuchten. Dank des Kuriers und Lilly konnte kurz nach Abschluss von Dr. Henrys Experiment ein Heilmittel für die Schizophrenie des Nachtvolks gefunden werden. Nachtvolk und andere Supermutanten des Ödlands kamen in Scharen nach Jacobstown. Die Stadt wurde ein Zufluchtsort für Mutanten, die Frieden suchten. Lilly nahm weiterhin die halbe Dosis ihrer Medikamente. Und obwohl sie sich an ihre Enkel erinnerte, blieb ihr Geist benebelt und konfus. Eines Tages sagte sie dem Kurier Lebewohl und machte sich auf nach Westen, auf die Suche nach dem, was von ihrer Vergangenheit übrig geblieben war. Nach dem Sieg der RNK am Hoover-Staudamm entwickelte sich der vorübergehende Waffenstillstand mit den Kings zu einem Hilfsprojekt für die Leute. Die RNK forderte zwar immer wieder, dass Freeside der Republik beitreten solle, aber die Kings pochten auf ihre Unabhängigkeit. Nachdem Rays Gehirn in seinen Kybernetikkörper verpflanzt worden war, gewöhnte sich Rex nur langsam an die Erinnerungen der alten Schrottplatz-Töle. Am Ende kam Rex Geist zur Ruhe und seine Erinnerungen verschmolzen mit jenen von langen Reisen an der Seite der alten Lady Gibson. Die Faulheit der Eigenbrötler wurde ihnen schließlich zum Verhängnis, als die Legion Camp Golf angriff. Die Überlebenden des Angriffs wollten fliehen, wurden aber beim Mojave Outpost gefangen, vors Kriegsgericht gestellt und am Ranger-Denkmal gehängt. Zwar schien die Zerstörung der Repcon-Raketen ein Segen für die Sammler von Novak zu sein, der Ertrag wurde jedoch nie geerntet. Aus den zerstörten Raumschiffen lief radioaktiver Treibstoff aus und verseuchte das Gebiet. Die Sammler mussten weiterziehen und die Stadt aufgeben. Nach der Schlacht am Hoover-Staudamm verschwanden die führungslosen Pulverbanditen der JVA ins Ödland und ließen das Gefängnis verlassen zurück. Nach der Schlacht am Hoover-Staudamm verschwanden die führungslosen Pulverbanditen der JVA ins Ödland und ließen das Gefängnis verlassen zurück. Nach Cooks Tod zerstreuten sich die Pulverbanditen von Vault 19. Wer nicht vom Kurier vernichtet worden war, floh in die Berge oder versuchte den Rückweg durch das Mojave-Ödland. Nur wenige überlebten. Nach der zweiten Schlacht am Hoover-Staudamm half die RNK, Prim zu einem Handelsposten an der Long 15 auszubauen. Die Bewohner von Prim ächzten zwar unter den Steuern der RNK, aber die Stadt war wieder sicher und der Handel blühte. Und so endete der Weg des Kuriers. Vorerst. In der neuen Welt des Mojave-Ödlands ging das Kämpfen weiter. Blut wurde vergossen und viele lebten und starben, genau wie in der alten Welt. Denn Krieg, Krieg bleibt immer gleich. Und damit würde ich sagen, war es das mit dem Let's Play Fallout New Vegas. Es hat mir Spaß gemacht. Ich kann immer nicht so sagen, ob Fallout 3 oder Fallout New Vegas besser ist. Ich finde, die beiden Teile sind aber die besten der Fallout-Reihe. Ich muss sagen, das Let's Play hat mir gefallen. Das Let's Play war lustig. Das Let's Play war gut. Schön. Und hat Spaß gemacht, war nicht zu unfair. An manchen wenigen Stellen, ich sag nur Dead Money, war es natürlich scheiße. Aber der Rest war wirklich gut. Die meisten Quests, vor allem vom Standardspiel, waren gut. Wenn sie funktioniert und geklappt haben, war es eh immer perfekt. Und ich würde sagen, es macht Spaß. Ich mache mit Fallout 4 natürlich die ganze Zeit weiter, bis ich auch da am Ende bin. Mit 203 Folgen ist es auch das zweitlängste Fallout-Let's Play bisher. Ne, es ist das längste Fallout-Projekt bisher. Fallout 3 war ja kürzer, Fallout 4 wird natürlich länger sein.
Ich werde auch demnächst vielleicht Fallout 2 und 1 spielen. Aber das muss ich mir jetzt mal überlegen. Fallout New Vegas war ein super Spiel. Ich will es immer wieder nochmal spielen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Projekt oder Spiel oder was weiß ich. Und ich lasse jetzt noch den Abspann ablaufen. Bis dahin. Und tschüss.